Einige Rennspielschwergewichte stehen für 2013 in den Startlöchern bzw. in der Startaufstellung. Wir geben euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Titel, schildern euch Fakten, unsere Erwartungen und Spekulationen für dieses Rennspieljahr. Für den Sommer diesen Jahres hat Codemasters den Nachfolger des beliebten Race Driver Grid in der Pipeline. Beim neuen Serienteil stehen wieder schnelle, unkomplizierte Rennen mit Muscle Cars, Sport- und Supersportwagen wie dem McLaren MP4 auf der Agenda. Außerdem möchte man abwechslungsreiche Strecken bieten. So warten auf den Spieler kalifornische Küstenstraßen und städtische Kurse in Chicago und Paris. Selbst eine Formel-1-Strecke wie Abu Dhabi findet sich im Rennkalender. Auf technischer Seite kommt wieder die hauseigene EGU-Engine zum Einsatz. Dass diese absolut auf der Höhe der Zeit ist, bewies Codemasters zuletzt mit Dirt Showdown. Wir freuen uns auf tolle Lichtstimmung, viele Streckendetails und realitätsnahe Fahrzeugmodelle. Doch ein Umstand hat im Vorfeld vielen Hardcore-Fans die Vorfreude verdorben. Mit der Begründung, dass bei Grid 1 nur 5% der Spieler die Cockpit-Ansicht genutzt haben, wurde diese komplett gestrichen. Auch der Wegfall von einstellbaren Fahrhilfen, also lediglich ein Steuerungsmodell für alle, lassen darauf schließen, dass man sich eher an Dirt Showdown orientiert. Das war zwar durchaus ein spaßiger Arcade-Titel für zwischendurch, doch ob dieser Ansatz für Grid 2 der richtige sein wird? Wir bezweifeln es, lassen uns aber gern vom Gegenteil überzeugen. Nach einer Release-Verschiebung erwartet uns mit Assetto Corsa voraussichtlich noch im ersten Quartal ein weiteres Highlight. Die italienischen Entwickler Kunos Simulazioni wollen realistischen Motorsport mit realistischen Strecken auf den Bildschirm zaubern. Die Physik soll sich also eher in Richtung Simulation bewegen, man möchte aber genügend Fahrhilfen bieten, um auch Einsteiger bei der Stange zu halten. Die Softwarestruktur wollen die durch Netcar bekannten Entwickler möglichst offen lassen. Mods aus der Community sind erwünscht, Interface und Overlays werden komplett anpassbar sein. Super! BMW, Paganini, Lotus, Ferrari, Abarth und der aus dem Race of Champions bekannte KTM Expo. Diese Lizenzen versprechen reinrassigen Motorsport. Dazu gesellt sich auch noch eine Optik, die sich vor einem Project Cars nicht verstecken muss. Das 8-Mann kleine Entwicklerteam schickt sich an, Großes auf den Markt zu bringen. Wir werden euch weiter über den Titel auf dem Laufenden halten. Äußerst vielversprechend ist auch der Crowdfunding-Riese Project Cars. Die Slightly Mad Studios, bekannt durch die Need for Speed Shift-Spiele, haben über 3 Millionen Euro zu ihrer Verfügung und man kann jetzt schon sagen, dass hier eine der grandiosesten Rennsimulationen aller Zeiten entsteht. Alle, die sich am Spiel finanziell beteiligt haben, können sich, je nach gezahltem Betrag, wöchentliche Builds herunterladen. Wer noch nicht dabei ist, hat aber leider Pech gehabt. Das Crowdfunding-Ziel wurde vor einigen Wochen erreicht. Was einem sofort ins Auge fällt, ist die atemberaubende Optik. Die Fahrzeuge und Cockpits sind dermaßen detailgetreu, dass man sie glatt mit der Realität verwechseln könnte. Gerade in den letzten Monaten hat sich auch die Fahrphysik sehr verbessert. Die unterschiedlichen Leistungsniveaus der Fahrzeugklassen werden mehr und mehr deutlich. Vergleicht man zum Beispiel die Formula B mit der Formula A, die eine Formel 1-Klasse darstellt, merkt man deutlich, wie viel Power die Königsklasse hat. Das Force Feedback ist, soweit ich das für meinen G27 sagen kann, hervorragend. Auch der Online-Multiplayer funktioniert momentan schon sehr gut. Über das Spiel gibt es noch einiges zu sagen, das hier den Rahmen sprengen würde. Wir werden das bald in einem gesonderten Video nachholen. Unser nächstes Highlight, Race Room Racing Experience, hat sich das Motto Free-to-Play bzw. Free-to-Race auf die Fahnen geschrieben. Das Bezahlmodell, das im MMO-Bereich mittlerweile fast Standard ist, haben die Simbin Studios bereits in den letzten zwei Jahren mit Race Room Online erprobt. So wird man einzelne Fahrzeuge oder Lackierungen im Shop dazu kaufen können. Die Schweden genießen bei SimRacern durch die GTR und Race-Spiele einen hohen Vertrauensvorschuss. Mit zeitgemäßer Grafik und einer Fülle an Fahrzeugklassen und Lizenzen tritt man wahrscheinlich auch noch dieses Jahr gegen die großen Konkurrenten an.
Über einen genauen Release-Termin ist jedoch noch nichts bekannt. Interessierte können sich über Steam aber schon den sogenannten Raceroom Racing Experience Teaser kostenlos herunterladen, bei dem man wahlweise mit einem Aquila CR1 oder Saline S7 auf einem sehr schönen fiktiven französischen Rundkurs um Zeiten fahren kann. Auch eine geschlossene Vita läuft zurzeit, jedoch darf man weder Videos noch Eindrücke mit der Außenwelt teilen. Schade. Besonders hervorzuheben ist der brachiale Sound, den einige Rennmaschinen von sich geben, aber hört selbst. Wenn Simblin seine Stärken in Sachen Fahrzeugphysik ausspielen kann und die Preise des Ingame-Shops fair bleiben, könnte ihm mit dem neuen Raceroom ein großer Wurf gelingen. Von vielen ebenfalls heiß erwartet ist die Vollversion von R-Factor 2. Bessere Grafik, noch bessere Fahrphysik als ohnehin schon beim ersten Teil und ein komfortablerer Mod-Support zeichnen die Simulation aus. Auch wenn sich R-Factor 2 zurzeit noch in der Beta-Phase befindet, kann man es bereits käuflich erwerben und bekommt, ähnlich wie bei Project Cars, die aktuellen Builds bis zur Version 1.0 zur Verfügung gestellt. Dabei gibt es die Standardversion für $44 mit einem Jahr Online-Zugang oder die Lifetime-Version für $85. Zum Thema Mods. Wenn sie von ESI geprüft und freigegeben werden, könnten zusätzliche Kosten für Modifikationen dazukommen, wie es sich zum Beispiel zurzeit bei der T5 Series Mod andeutet. Damit liege man dann preislich, iRacing mal ausgenommen, wahrscheinlich deutlich über der Konkurrenz von Raceroom oder Project Cars. Durch beste Ligatauglichkeit und die wohl realistischste Fahrphysik macht Entwickler Image Space dieses Manko aber wett, selbst wenn man optisch wieder hinterherhinkt. Für unsere hauseigene P1-Liga kommt R-Factor 2 in Zukunft auf jeden Fall in die engere Wahl. Das waren schon mal die großen 5, bei denen es dieses Jahr aber vermutlich nicht bleiben wird. Es gibt noch ein paar Kandidaten, zu denen es noch wenige oder gar keine Informationen gibt. So befinden sich im Hause Codemasters vermutlich noch zwei Titel in der Entwicklung, die zeitnah angekündigt werden dürfen. Zum einen wäre da Dirt 4, von dem Produzent Ian Smith schon gesagt hat, dass man wieder mehr auf die Hardcore-Rally-Fans zugehen will und sich auf alte Colin McRae-Zeiten besinnt. Ähnliche Töne hörte man zwar schon vor Dirt 3, doch die Auskopplung der Arcade-Anteile mit Dirt Showdown lässt auf ein pures und tolles Dirt 4 Rally-Spektakel hoffen. Wäre echt der Oberhammer. Ab September dürfte es dann Zeit für F1 2013 werden, bei dem man die positive Entwicklung des 12ers hoffentlich fortsetzt, dessen größtes Manko vor allem im Multiplayer immer noch das Strafensystem ist. Wir wünschen den Entwicklern bei Codemasters für beide Titel und natürlich auch Grid 2 noch frohes Schaffen. Nochmal zurück zu Rally. Wenn die Italiener Milestone ihrer Release-Politik treu bleiben, müsste zum Herbst auch WRC 4 in den Läden stehen. Wenn man die Tendenz fortsetzt, die der sehr solide dritte Serienteil offenbart hat, wird der Thron von Richard Burns Rally wieder ordentlich ins Wackeln geraten. An dieser Stelle beende ich zunächst unsere Jahresvorschau und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Welcher Titel ist euer Favorit? Diskutiert in den Kommentaren und stellt uns offen gebliebene Fragen. Über Kritik, positive Bewertungen und ein Abo würden wir uns freuen. Besucht auch unsere Seite, wenn ihr über SimRacing und alle genannten Rennspiele auf dem Laufenden bleiben wollt.